hat heute Abend am Ort der künftigen Moschee der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde in Leipzig-Gohlis eine symbolische Platzbesetzung durchgeführt. Wir als NPD sind der Auffassung, dass wir eine weitere Überfremdung und Islamisierung deutscher Städte, hier in dem Fall Leipzig, nicht dulden dürfen. Wir sind dagegen, dass islamische Geistliche künftig in Moscheen über Minarette ihre Gläubigen zum Gebet rufen dürfen. Das Problem in Leipzig speziell ist auch, dass ganz in der Nähe sich eine salafistische muslimische Gemeinde befindet, die sich in einer Art Glaubenskrieg mit der Ahmadiyya-Gemeinde befindet, die jetzt diese Moschee errichten will. Wir sehen dort Gefahren für die innere Sicherheit, die aus unserer Sicht als NPD nicht geduldet werden dürfen. Und außerdem mussten wir jetzt auch erfahren, dass nach der Ankündigung der Baugenehmigung für die Ahmadiyya-Moschee auch die Salafisten auf die Idee gekommen sind, jetzt eine größere Moschee mit einem Minarett errichten zu wollen. Wir lehnen das als NPD gemeinsam mit vielen Anwohnerinnen und Anwohnern in Leipzig-Gohlis natürlich strikt ab und haben deshalb heute Abend diese Aktion durchgeführt.